Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. Ich bin Alfirobu. Wir schauen mal, was der Typ hier von uns will, der Muser. Weißt du, wie die Infizierten reingekommen sind? Klar, ich weiß, wie sie reingekommen sind. Ups, dieser maskierte Spinner hat den Riegel durchgesägt. Von wem redest du? Wir nennen ihn den Gasmaskenmann. Er lebt draußen und hat echt einen Schuss. Er trägt dauernd eine Gasmaske. Denkt, das würde ihn schützen. Ja, was? Ganz sicher? Eine Wache hat ihn den Riegel durchsägen sehen. Jemand sollte sich um diesen Kerl kümmern. Warum hat die Wache da nichts gemacht, frage ich mich. Gut, hier haben wir noch was. Hoppala. Haben wir noch irgendwas? Ein bisschen Bett. Sieht doch aus, als würden wir später hier einen Laden haben. Hier so Molotov-Cocktails noch rumstehen. Können wir schlafen. Hier haben wir noch eine Kurier-Mission herausfinden. Die ultimative Waffe. Aha. Okay. Und wir müssen darüber, hier waren wir schon mal. Hm. Ah, das ist dieses andere Lager. Ah, okay. Gut, dann schauen wir auch schon, genau, schon mal ins Quest gucken. Nach den Gasmaskenmann, den kann man auch machen. Finden wir erstmal den Gasmaskenmann. Jetzt gehen wir hier hoch. Nachdem wir letztes Mal ja hier schön die Zombies durchgelaufen sind. Okay, wir kommen ja auch wieder rein. Alles klar. Mal auf die Karte schauen, wo ist der Typ denn? Da oben ist er, okay. Hey, hier ist ein neues Safehouse, ganz schön. Trägt neben anderem. Interessant. Gut, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu dem. Wäre cool, wenn wir mit den Safehäusern schnell reisen könnten. Ich hoffe, mein Mikrofon steht jetzt nicht allzu weit weg. Ja, ja, lasst mich mal hier alle bitte in Ruhe. Oh, lol. Nee. Danke, danke. Ich will aber nichts von euch. So, hier noch ein bisschen Planken, auf denen wir gehen können. Das sieht auch cool aus. Oh, da brennt jemand. Ja, lieber Brenner, das ist ein Dicker. Egal, lassen die einfach alle mal stehen. Ich werde nicht Level 12 werden, um den halt... um den Linkserbums da, um die Enterhaken zu bekommen. Na komm. Und ein leichtes Schloss nochmal, komm. Okay. Der hat uns, glaube ich, gesehen, der Dicke. Ja, aber das ist ein Start und kriegen ein Medipack. Cool, immerhin. Ich kann ja einfach mal hier hin. So, wir laufen hier lang. Wie weit sind wir denn noch weit? Okay, wir müssen noch ein Stück. Ey, der hat ein Messer. Und den Hammer. Lass es mal liegen. Kopf ab mit dem... mit seinem Kopf, das ist nur einer. Geh mal zur Seite hier. Ab mit seinem Kopf. Na gut, dann nicht. Was hatte die denn jetzt alles Tolles dabei? Inventar voll, aber ich habe ihn wieder bei. Okay. Schau doch mal. Hier. Das ist ziemlich schlecht. Das ist schlecht. Kommt zu legen da. Ja, krieg ich mal Nägel. Jetzt haben wir hier. Ich habe ein Metallteil, das ist auch gut. Nehmen wir den Franzosen wieder mal mit. Oh fuck, das ist ein Exploder. Der soll mich bloß in Ruhe lassen. Drecksteil. Wie können wir denn... können wir Sachen werfen? Mal eben schauen, Kampf. Weil ich jetzt mich nicht. Müssen nehmen sie mir aus, da. Werfen sie im blieben Nahkampfwaffe auf Gegner und mach 7. Drücken sie zweimal RT, um zu zielen, okay. Boom. Okay. Hat immerhin geklappt. Wir haben zwar ordentlich Schaden bekommen. Oh oh. Oh ja, ich hab mein Excalibur in der Hand. Oh, wow. Ah. Ja, ich kann sie nicht... Geh doch mal weg hier, ey. Na los! Ich hab jetzt einen scheiß Tank nicht. Oh. Jetzt kommen wahrscheinlich noch weitere angelaufen. Jawohl, kommen sogar. Oh, fickt euch doch. Lasst mich einfach in Ruhe.
Weg. Bitch, ich hab gesagt, Schluss. 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 Jetzt damit. So. Bam. Oh Mann, ey. So, wir leben wieder. Haben das gekillt. So, wir müssen hier rein. Gucken wir mal, wo der Gasmaskenmann so für sich so versteckt hält. Genau, den Müll suchen. Ich habe übrigens auch kein Timer am Laufen, fällt mir so gerade auf. Sollte ich vielleicht mal bei ihm anmachen. Vorsichtshalber nur. Timer. Start. Jetzt weiter geht's. Schön meine Medikamente draufgeballert. Oh Mann. Ist wahrscheinlich hier irgendwie rein oder so. Hier können wir Schloss knacken. Okay, wahrscheinlich hier irgendwie so den Dreh. Jawohl. Öffnen wir mal. Hier ist ja schon mal nicht drin, aber man kann uns mal Sachen klauen. Können wir noch den Tank nehmen. Oh, hier haben wir ein schweres Schloss. Ja. Und zack, das schwere Schloss auch geknackt. Passt ja wunderbar. Schön hier, schön Flugzeug. Und voilà, instant geknackt. Okay. Wenn das GE-Paket in der Nähe ist, nehmen wir uns das mit. Bei dem Inventar wieder. Der hat ja 85 Schaden. Der Franzose ist aber ziemlich schwach. Den zerlegen wir dann nochmal. Jawohl, nehmen wir den hier mit. Und das GE-Paket ist wo? Ah, ein gutes Stück weg. Wenn ihr die ganze Zeit was hört, das ist die liebe Kyo, die mir schreibt in Skype. Dann kümmern wir uns gleich drum. Und schon kommen wir hier rein. Ja gut, dann gehen wir mal hier. Suchen uns unserem Glück mal. Ne, geht nicht. Dann müssen wir hier hoch. Ist ja keine andere Wahl. Ist noch ein Schloss, das wir knacken können. So. Und geh auf. Jawohl. Schauen wir mal hier rein. Und jetzt haben wir hier eine Sichel. Oh, cool. Sichel, die will ich schon mitnehmen. Was haben wir denn hier, was wir nicht mehr brauchen könnten? Ein Messer. Das bringt aber gut Kohle eigentlich ein. Hm. Sichel, Brecheisen. Schlagstock, der Wachtmeister. Was haben wir denn hier? Ja, eine modifizierte simple Hacke. Uiuiui, wir haben ja so viel. Ja, wir haben von den Hacken aber nicht so viele. Polizeischlagstock haben wir auch 2 Stück. Gartensichel ist gut, simpel. Ich mach hier einen Polizeischlagstock einfach weg. Scheiß drauf. So, Gartensichel. Gut, gehen wir hier hoch. Gucken, ob wir irgendwie reinkommen. Ja, scheint nicht so. Vielleicht hier. Nö, hier kommen wir auch nicht rein. Ah. Ja, anscheinend. Keinen Schritt weiter. Shakur hat heute keine Besucher. Wer keine Besucher will, sollte nicht das Schloss am Tor des Fischerdorfes sabotieren. Was? Der hat eine Schusswaffe. Das war nicht Shakur. Das war der Mann mit der Gasmaske. Und das bist du. Ich? Du bist verrückt. Wie kommst du auf sowas? Weil du eine Gasmaske trägst. Du wurdest da reingelegt. Der Saboteur ist ein Betrüger, der sich verkleidet hatte, um den Verdacht auf mich zu lenken. Damit du böse auf Shakur wirst. Aber Shakur weiß, wer dahinter steckt. Shakur hat ihn ohne Maske gesehen. Du hast jemanden gesehen, der aussah wie du? Shakur war hinter dem Felsen und hat ihn gesehen. Aber er hat Shakur nicht gesehen. Warum reden die so sollte Shakur mir sagen, wer es ist? Nein. Ha, diese Information ist sehr viel wert. Wenn du wissen willst, was Shakur gesehen hat, dann musst du zuerst etwas für Shakur tun. Dann kann ich Shakur einfach umlegen. Ich verhandle nicht mit dir, Shakur. Natürlich nicht. Shakur sagt, was zu tun ist und du gehorchst. Also, gehorche Shakur. Oh Mann. Und was wünscht der mächtige Shakur? Ich war auf dem See hier in der Nähe unterwegs, als meine kostbare Tasche aus dem Boot ins Wasser gefallen ist. Sei wie ein Fisch und bring sie mir zurück. Schnell, geh schon. Oh Mann. Okay.
ist der See denn weit weg? Ne, das ist nicht weit weg, okay. Der ist direkt hier. Na toll. Wir dürfen jetzt den See absuchen oder was? Taschenlampe oder was hier unten funktioniert nicht mal. Na toll. Hier will anscheinend noch jemand gerettet werden. Oh, mehrere sogar. Ja, die Paket gestohlen, ist mir klar. Salz. Geh doch mal weg hier, so. Jetzt krieg ich eine Belohnung. Zerstörer, okay. Nimm das hier als Dankeschön. Jo, tun wir doch mal, ne? Ja, dann ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.